Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Project Zomboid. Jo, unsere Mikrowelle brutzelt hier hoffentlich immer noch vor sich hin. Oh ja, das tut sie. Und da draußen steht ein Zombie. Aber ich glaube, mit der Mikrowelle wird nichts Schlimmes passieren. Wir wollten ja eh weiterziehen, um irgendwo im Nirgendwo etwas Interessantes zu finden, wie zum Beispiel diesen Zombie hier. Hallo. Na, geht doch. Und schon wieder ist ein Zombie weg. Ich schätze mal noch so circa 7 Milliarden Zombies. Dann ist die Welt sauber. Möglicherweise. Möglicherweise aber auch nicht. Und Tattoo-Studio. Faszinierend. In dem Tattoo-Studio gibt es doch bestimmt Desinfektionsmittel, oder? Nein. Aber dafür eine Menge Haarspray und Badetücher. Ich glaube, die in Muldrow haben das Prinzip eines Tattoo-Studios noch nicht verstanden. Aber egal. Was haben wir denn hier? Nägel. Na doch, Nägel kann man immer mitnehmen. Das schadet ja einem nicht. Oh, Schrotpatronen, sehr schön. Danke fürs Einsammeln. Und dann nehmen wir das ganze Zeug. Hallo? Das hast du nun davon. Erschreck mich doch nicht so. Es geht doch nicht einfach an einer offenen Tür vorbeilaufen. Na komm, weiter. Oder was haben wir hier für Gebäude? Waren wir da schon irgendwo drin? Schwer zu sagen. Das ist definitiv ein Anhaltspunkt dafür, dass wir schon mal hier waren. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Indem ich erstmal diese ganzen Zombies hier verprügle. Und dann Platz trete. Bleib du erstmal liegen. Wo rennst du hin? Könnte meinen, die hätten Angst vor meinem Feuerzeug. Habe ich mein Fahrzeug eigentlich noch an? Sieht so aus. Aber es scheint auch keinen Sprit zu verbrauchen. Obwohl, ich meine natürlich Gas. Oder Benzinfeuerzeug. Benzinfeuerzeug? What? Feuerzeugbenzin. Genau, so rum wird ein Schub raus. Naja, mähen wir uns hier erstmal die ganzen Zombies durch. Stehst du noch da? Jawohl. Na komm, du bist jetzt auch mal an der Reihe. Und? Haben wir es bald? Nicht? Doch. Gut. Oder bist du wieder aus? Nee, du bist an. Merkwürdig. So ein langlebiges Fahrzeug hätte ich ja auch gerne. Man sieht ja hier wunderbar den Lichtkegel. Wenn man nicht gerade in einem Lichtkegel von der Lampe drin steht. Gut. Hoppala. Einer nach dem anderen. Dann läuft das. Sag ich doch. Na komm, du auch nochmal her. Desto mehr Zombies wir hier in der Gegend platt machen, umso sicherer fühle ich mich dann. Und es werden immer noch mehr. Sie haben zum Glück keine Chance. Na komm mal ran. Und tschüss. So, dann gucken wir aber mal in dieses Gebäude hier rein. Was sich darin befindet. Na, definitiv ein Zombie vor der Tür. Ach, ein Supermarkt. Beziehungsweise ein Gemüsestand. Moment. Also, es ist ein Fenster. Gibt es hier eine Tür? Gibt es hier eine Tür? Da hinten. Nun gut, gehen wir durch die Tür. Aber wir nehmen definitiv noch jeden einzelnen Müllsack mit. Das Minzbonbon können wir gerne essen. Oh, noch mehr Müllsäcke, sehr gut. Hier ist ja die Tür. Ach, hier ist ein Vorratsraum. Nun gut, machen wir die Tür zu. Ach, da ist überall Nahrung drin, würde ich mal annehmen.
Selbst in Kühlschränken verrottet mittlerweile alles. Ja gut, das bringt uns nicht weiter. Schade aber auch. Und hier dürfte auch nur verrottetes Gemüse und Obst sein. Ah, Junkfood. Sehr schön. Bisschen Junkfood schadet nie. Mehr Junkfood? Mehr Junkfood. Hin und wieder können wir auch eine Kleinigkeit davon essen, damit wir nicht zu viel damit schleppen. Ja. Alles verrottet. Oh, Nägel können zum Glück nicht verrotten. Das ist doch schon mal schön. Dass das Ding hier keinen Vordereingang hat. Naja, wie dem auch sei. Hier kommen wir nicht weit. Wir könnten mal gucken, ob wir die Kasse plündern können. Junkfood. Wie viel haben wir eigentlich aktuell? Ja, das reicht für unseren kleinen Trip hier definitiv. Schrotpatronen immer gerne mitnehmen. Weil damit kann man wunderbar rumballern, wenn die Zombies einem auf die Pelle rücken. Nur braucht man einfach eine Shotgun, die ich natürlich idealerweise daheim liegen habe. Aber dass die hier Shotgun-Munition haben, aber keine Shotgun, das wundert mich dann schon. Oder ich habe sie einfach nur übersehen. Kann ja auch sein. Ach ja, da oben ist immer noch die Hauptstraße. Das bedeutet für mich, dass ich jetzt mal diesen Zombie hier umhau, dass wir der Hauptstraße noch ein bisschen folgen. Definitiv so viele Zombies mit denen, wie es geht. Oh. Das war so nicht geplant. Nein, einen Zombie im Rücken zu haben, ist nicht gut, auch wenn er so langsam ist. Bleib du liegen. Hoppala. Na komm, ich schubs dich einfach mal um. Na du? Lässt dich wohl gerne rumschubsen, oder? Ach, das wird mir jetzt ein bisschen zu stressig. Kann ich da einfach durchgehen? Nein. Aber bevor man durch Fenster durchgeht, immer das zerbrochene Glas entfernen. Nun gut, weiter. Ach, da stehst du. Hoppala. Ich habe dich vor lauter Bäumen nicht gesehen. Liebst du noch? Nö. Ach, da warten schon die ersten Kunden. Was haben wir hier für ein Restaurant? Ist es so eine Art Kantine oder so? Moment, das kommt mir bekannt vor. Nee, doch nicht. Also hier ist irgendwie so ein Schnellimbiss-Restaurant, würde ich sagen, oder? Aber sonst nichts. Moment, ich komme da nicht hinten hin. Das ist aber schade. Nee, da müssen wir anscheinend irgendwo einen Hintereingang finden. Vielleicht hier. Und schon sind wir in der Küche. Oh, ein Lolli. Weg damit. Alles essen. Und weißt du was? Von mir aus kannst du auch die Orange-Limo trinken. Wenn es dich glücklich macht, warum nicht? Und das Dörrfleisch, das hält sich auch ewig. Naja, im Tofu fangen wir erst gar nicht erst an. Oh. Da könnten wir wieder eine Kleinigkeit kochen. Moment mal kurz. So, jo, da könnten wir wirklich mal wieder was kochen. Zum Beispiel einen Hamburger aufwärmen. Uah! Versteckt die sich hinter der Tür? Ich werd bekloppt. Ja, die Zombies wissen, wo es gutes Essen gibt, wie es aussieht, ne? Steigt hier irgendwie so ein Rave oder irgendeine andere Party? Offensichtlich.
Stellt euch mal vor, die wandern alle nordwärts zu uns. Oder westwärts. Ich glaube schon nordwärts. Nee, ostwärts. Westwärts ist ja hierhin. Ah, ja, hin und wieder bringe ich die Himmelsrichtung ein bisschen durcheinander, aber ich weiß, was ich meine, auch wenn ich es falsch ausspreche. Skandalös, nicht? Na komm. Da ich gerade sehe, dass meine Axt schon mal bessere Zeiten gesehen hat, sollten wir vielleicht aufhören, hier noch mehr Zombies zu provozieren. Einfach mal in die Räumlichkeiten da reingehen. Auch leer. Zum Vermieten, natürlich. Das hier auch, oder? Nee, hier ist offen. Was wird denn hier verkauft? Sieht nach einem Friseur aus, würde ich behaupten. Ich nehme mal den Kleber mit. Vielleicht bekommen wir noch die Möglichkeit, irgendwie unsere Axt zu reparieren. Aber tatsächlich, das ist ein Friseursalon. Zwar nicht besonders stylisch, aber hey. Oh. Wollt ihr nicht zum Friseur? Nö, heute nicht. Bleibt doch draußen. Oder kommt doch rein. Genau, hier an der Engstelle fange ich euch alle ab. Und dann machen wir die Tür zu. Dann haben wir wieder eine Minute Ruhe. Oder vielleicht nicht ganz so lang. Wer weiß das schon. Bekleidungsgeschäft? Faszinierend. Was Interessantes scheint es hier auch nicht zu geben. Nicht wirklich. Das ist hier so die Ankleidekabine, wie es aussieht. Das auch. Nun gut, schauen wir weiter. Ja, ich weiß. Du willst getötet werden, deswegen stellst du dich da auch so prahlerisch hin. Zerlegen wir. Keine Sorge, du bekommst deinen Schrott gleich wieder zurück. Ich mache das nur wegen den Skillpunkten. Hier hast du dein Aluminium. Dein Elektroschrott. Deine Glühbirnen. Und dein Kabel. Hab ich noch was vergessen? Ja, dein Empfänger kannst du natürlich auch haben. Für einen Empfänger habe ich keine Verwendung. Momentan. Ach, guck mal, Snackautomat. Ist ja schön. Komm. Die Brause nehmen wir mit. Na komm. Wenn man hier schon plündern, dann richtig. Guck. Mach ja keine lauten Geräusche. Wo sind die hin? Ach, runterwärts marschiert. Moment, mach mal Licht. Wieder so ein Lagerraum. Batterien, Klebestreifen, Kleber. Gut. Dann reparieren wir erstmal unsere Axt. Kleber. Hier. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Das noch weniger. Ich glaube, dafür braucht man extra Holzkleber. Achtmal bereits repariert. Neunmal. Nun gut. Vielleicht finden wir hier auch noch eine Austauschaxt. Aber ich bezweifle es. Eine Säge gibt es hier immerhin. Ah, Holzkleber, gut. Dann brauchen wir nur noch eine Packung Holzkleber, dann können wir wieder ordentlich reparieren. Es sei denn, die Axt hat eine bestimmte Anzahl an Reparaturen, die möglich sind.
Ich glaube, wir legen uns mal kurz hier auf den Tisch. Oder wir zelten einfach hier in dem Raum. Ist ja auch toll, oder? Warum denn nicht? Indoor-Zelten soll ja sehr im Kommen sein, habe ich gehört. Und dann schlafen wir mal so 5 Stunden. Und hoffen, dass wir nicht überfallen werden. Gut. Und ich höre da so ein leichtes Stöhnen. Niemand vor der Haustür. Da sind schon die ersten Gäste. Hallo. Also so ein Zelt ist schon echt eine praktische Sache. Das kann ich nur 150 Mal wiederholen. Weil ist ja so. Du kannst es sogar indoor aufstellen. Du bist tot. Du knurrst jetzt nicht mehr. Was ist denn da drin, dass die da alle rein wollen? Leerer Raum. Abgeschlossen. Mal die Mülltonne plündern. Siehst du? 2 Müllsäcke. Das sind schon wieder eine halbe Regentonne. Leerer Raum also, wo die rein wollen. Die wollen mir doch wohl nicht die ganzen Nägel vor der Nase wegklauen. Holzkleber, sehr schön. Gut, dann probieren wir es nochmal, unsere Axt zu reparieren. Aber ich glaube nicht, dass es noch funktioniert. Hatte ich nicht gerade Holzkleber gefunden? What? Ach hier. Man musste mal genau hingucken, dann sieht man es auch. Siehst du, jetzt hat es was gebracht. 2x Holzkleber. Ja doch. Haut so weit hin. Und das sind wieder Toiletten? Jawohl. In den Nachbarraum komme ich von hier aus nicht rein. Aber wir konnten mal die Leute hier fragen. Nee, Moment mal. Ein zweiter wollen die alle rein. Gut. Moment, eine Kiste, die habe ich ja fast übersehen. Ja gut. Wollen wir ein bisschen rumballern? Kann man ja mal machen, ne? Hat ja sonst nichts Besseres zu tun. Schrotflinte. Beidhändig ausrüsten. Und nachladen. Eieieiei, jetzt geht's den Zombies schlecht. 3, 2. Soll ich noch näher rangehen? Hoppala. Na, das war ein bisschen unnötig. Hallo? Ja doch. Eine Shotgun ist deutlich besser als eine Pistole. Na kommt mal alle ran. Ich habe genug Kugeln für alle. Und dich auch noch? Nö. Sorry, ich muss erstmal nachladen. Dann kann ich mich um dich kümmern. Wollen wir in so ein Geschäft reingehen und uns da einsperren? Moment, kümmern wir uns erstmal um die hier. Kuckuck. Jupp. An so einer Engstelle bekommt ihr deutlich mehr Kills auf einmal hin. Wirkt zwar auf den ersten Blick ein bisschen verrückt, aber hey. Die Zeit immer zum Nachladen nutzen. Genau. Sehr gut. Seid ihr alle down? Wenn jemand aufstehen möchte, dann soll es jetzt tun oder für immer lassen. Siehst du, das passiert dann. Ihr seid auch gleich dran. Hofft einfach nur, dass mir vorher nicht die Munition ausgeht. Oh, oh.
Vergeben jetzt schon dran. Das ist ja nicht für gemeint. Und ihr ebenfalls. Kuckuck. Na dann. Mal wieder ein schönes Massaker angerichtet. Kann man ja mal machen. Oho. Moment. Lass mich mal raus hier. Ich glaube, damit ist die Umgebung wieder ein bisschen sicherer. Bam, bam, bam. Na dann halt eben so, wenn du freiwillig umkippst. Und ja, ich habe den da hinten gesehen. Kippt der jetzt automatisch um, nur weil ich ein Gewehr in der Hand habe oder was? Na dann. Ach, du krabbelst mir hinterher, das finde ich ja niedlich. Beiß mir aber nicht in den Fuß. Oh, oh. Willst du nicht trampeln? Dann halt eben so. Probieren wir es nochmal. Und du legst dich auch gleich wieder hin? Oh. Hier rein. Oh, guck mal, eine Bücherei. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge werden wir mal die Bücherei hier genauer unter das Auge nehmen. Vielleicht finden wir ein Elektronikhandbuch. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.